Hi Leute und ganz herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und heute gibt es wieder einen Food Haul, denn ich war gerade eben einkaufen, mein Wocheneinkauf. Und diesmal bin ich nicht ganz so eskaliert, also es sind tatsächlich nur 32 Euro gewesen, also alles noch im Rahmen. Ich würde mal sagen, ich höre auf zu quatschen, sondern ich zeige euch, was ich gekauft habe. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja Leute, es sind drei volle Tüten geworden, ja, also dafür, dass ich eigentlich nicht so viel bezahlt habe, habe ich dennoch echt viel an Produkten. Ja gut, ich habe heute auch etwas gespart, das werde ich aber auch gleich sehen. Ich fange mal mit der ganz schweren Tüte an und hier habe ich einmal Kartoffelknödel mitgenommen, halb und halb. Und zwar die hier. Ich mag die tatsächlich sehr, sehr gerne, die gibt es ja auch zum selber kneten, also zum Selbstmachen und die kann man auch sehr leicht selbst machen. Aber irgendwie, Leute, ich weiß nicht, bei einigen Dingen bin ich noch zu faul, um die selbst zu machen. Ich habe es, glaube ich, einmal versucht und dann sind die mir auseinandergefallen. Ich weiß aber nicht, was ich falsch gemacht habe. Ja, ich habe jetzt eigentlich auch nicht vorgehabt, damit irgendwas Besonderes zu machen. Ich dachte mir so, ach komm, nimmst du das mal mit. Irgendwann wirst du da schon Hunger drauf haben oder Pascal sagt dann, ich habe Hunger drauf, dann hast du das zu Hause. Ja. Dann kam auch wieder Milch mit und zwar die 0,3 Haarmilch. Ich fand die lecker, Leute. Als ich die das erste Mal probiert habe, habe ich mir erstmal so gedacht, irgendwie schmeckt das nach Wasser, als wäre die Milch mit Wasser ein bisschen gemischt. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Ich habe die Milch sehr gerne zu Milchreis genommen, weil momentan esse ich so, so gerne Milchreis. Ja, und dann dachte ich mir nur so, wo du sparen kannst an Kalorien, da kannst du sparen an Kalorien. Und deswegen habe ich mir diesmal die wieder mitgenommen. So, was haben wir denn hier noch? Dann habe ich für Pascal Cola mitgenommen. Diesmal keine Cherry, die normale Cola nur. Dann, ich glaube, wie bei jedem Einkauf nehme ich mindestens zwei Red Bull Dosen mit. Auch hier wieder die mittelgroßen, ja, nein, doch, die mittelgroßen wieder zwei Stück. Wenn sie klein gewesen, hätte ich wieder drei mitgenommen. Die verschwinden jetzt safe wieder übers Wochenende beim Zocken. Ist jedes Mal so. So, dann habe ich wieder Stangen Spargel mitgenommen. Heute gibt es nämlich was mit Spargel und ich wollte wieder eins auf Reserve haben. Ja, Pascals Lieblings, momentan wirklich absolutes Lieblingsgericht ist ja Spargel, Kartoffel und Schnitzel. Und ja, das kann man halt immer machen. Wenn ich keine Ahnung habe, was ich ihm kochen soll, ja, Schnitzel, Spargel und Kartoffeln. Geht immer klar. So, dann habe ich hier noch einmal Delikatesse Rotkohl mitgenommen. Habt ihr schon mal Rotkohl selbst gemacht? Also so für Rotkohl mit Knödel und Schnitzel oder was sind wir? Kassler, keine Ahnung. Ich tatsächlich noch nie. Falls ja, hat es bei euch geklappt? Schmeckt das so gut wie aus dem Glas? Ja, da habe ich eins mitgenommen und da habe ich diesen 5% Aufkleber drauf. Denn, zumindest bei uns war das so, wir haben so einen Zettel bekommen und da waren halt so Rabattaufkleber drauf mit 15%, 10% und 5%. Und das von der letzten Woche habe ich irgendwie verpennt, also keine Ahnung, habe ich vergessen mitzunehmen. Aber ich dachte mir nur so, das für diese Woche nimmst du mal mit. So, und als letztes habe ich dann eine Flasche Fanta noch mitgenommen. Ja, darf ich alles nur nicht trinken. Alles für Pascal. Ja, dann gehen wir weiter zur nächsten Tüte. Und hier habe ich auch so einiges drin. Zum einen habe ich von Kornmühle Sesam-Knäckebrot mitgenommen. Und zwar das hier. Auch hier habe ich 5% gespart. Ich habe jetzt das mit Roggen, glaube ich. Roggenbrot war das, glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall eine grüne Packung. Das mochte ich gerne. Schmeckt auch super, super lecker. Und ich esse davon morgens immer so 2 bis 3 Scheiben. Pro 100 Gramm sind das 379 Kalorien. Also, ja. Und 3 Scheiben haben ca. 30 Gramm. Also geht das voll fit für ein Frühstück. Und dann dachte ich mir so, nimmst du mal die in der roten Verpackung mit Sesam. Ja. So, was haben wir hier noch? Dann habe ich wieder ein Paket Spitzpaprika mitgenommen. Ich liebe momentan Spitzpaprika so gerne. Ist zwar eigentlich nur die Form, die mich irgendwie so anmacht, kann man das so sagen. Ich schneide die immer so gerne in Scheiben und dann sieht das so gut aus. Waren sogar teurer diesmal als die normalen Paprika, aber ich habe sie trotzdem mitgenommen. So, dann habe ich wieder Tomaten mitgenommen. Und heute hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ich nehme die Tomaten mit. Die losen.
denkt ihr, es gab heute welche? Natürlich nicht. Genau dann, wenn ich welche mitnehmen möchte, gibt es keine. Hat mich so aufgeregt, weil die finde ich mittlerweile echt doof. Die sind ultra hart momentan. Das eine Mal habe ich einen Fehlkauf gemacht, also wirklich, da habe ich eine blöde Verpackung erwischt. Da waren die komplett alle, die konntest du alle wegschmeißen. Die konntest du wirklich nicht mehr essen. Die waren voll gequetscht und waren auch schimmelig an einer Seite. Da habe ich einfach gegriffen und nicht geguckt. Bei der letzten, die waren zu hart. Die habe ich wirklich über eine Woche im Kühlschrank gelassen. Die waren wirklich noch richtig, richtig, richtig hart. Und ich dachte mir nur so, komm mal, du brauchst Tomaten. Du isst so gerne morgens Tomaten, ja. Habe ich mir einfach wieder die mitgenommen. Wenn es die nächste Woche wieder nicht gibt, also wenn es nächste Woche keine Rispentomaten gibt oder keine losen Tomaten oder andere Tomaten, dann muss ich wohl immer wieder rüber zum Edeka. Als nächstes, Leute, habe ich etwas, worüber ich mich mega gefreut habe, weil es das wieder gab. Und zwar meinen Lieblingsjoghurt, den ich über alles liebe. Leichter Genuss mit 0,1% Fett, cremig gerührt Joghurtmilch, Milch, nicht Milch, aus Magermilch. So. Und ich glaube, meine Follower wissen das mittlerweile schon. Ich liebe den über alles. Ja, ich esse hier jeden Mittag eine Obstschale und ich liebe es, den Joghurt damit reinzumachen. Ich, Süßigkeiten-Junkie, ja, esse Joghurt mit wenig Fett, Leute. Das ist so krass, aber der ist so unglaublich lecker. Und der hat auf 100 Gramm, glaube ich, 40 Kalorien. Und Leute, das letzte Mal konnte ich den ja nicht mitnehmen. Das fand ich so blöd. Ich musste am Abend aber nochmal zu Real fahren und habe den bei Real entdeckt. Und zwar gab es den auch mit 0,1% Fett, allerdings auf 100 Gramm mit 48 Kalorien. Fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Schade ist nur, ich habe es jetzt neu entdeckt, dass es den bei Real gibt und dieser Real wird zu Kaufland. Genau wie der Real von Pascal, der arbeitet ja auch bei Real. Jetzt kann ich es ja ruhig sagen, das wird dann zu Kaufland. Und ja, ich weiß nicht, ob es bei Kaufland auch Joghurt mit 0,1% Fett gibt. Also das ist jetzt schon wieder toll und auch wieder nicht toll. Also ja, als nächstes habe ich dann zweimal Mauermix mitgenommen. Auch hier habe ich 10% gespart mit diesen Coupons, mit diesen Aufklebern. Eine Packung ist für Pascal und die andere Packung ist für Xenia, denn die gehe ich nämlich morgen abchecken. Die hat mich nämlich zum Besuch eingeladen und ja, da habe ich gedacht, ich bringe den Kindern eine kleine Freude mit. Ein bisschen Süßigkeiten geht immer. So, dann habe ich als nächstes Gouda wieder mitgenommen, gerieben. Auch hier habe ich 5% gespart, Leute. Gouda nehme ich generell meistens immer mit, wenn ich den nicht mehr habe, weil wenn ich wirklich keine Ahnung mehr habe, was ich machen soll und ich zum Ende hin vielleicht nicht mehr viel im Kühlschrank habe, kann man sehr gut Nudeln und irgendwas, was du noch im Kühlschrank an Resten hast, in eine Auflaufform packen, ja, und dann Käse drüber und dann im Backofen, dann hast du was super, super Leckeres zu essen. Das ist wirklich immer mein Essen, was ich mache, wenn ich absolut keine Ahnung mehr habe, was ich kochen soll oder wenn ich absolut nicht mehr viel im Kühlschrank habe, ja. Klappt das immer wunderbar. So, dann habe ich von Leichter Genuss auch hier reich an Protein Mozzarella Halbfettstufe mitgenommen, und zwar der hier. Leute, ich habe Mozzarella gehasst und keine Ahnung was. Ich habe nie verstanden, warum Leute Mozzarella essen. Mittlerweile könnte ich den so essen, ja, aus der Packung nehmen, Wasser raus und einfach so essen. Das ist so unglaublich lecker. Ich weiß gar nicht, was ich früher hatte. Ich habe immer früher gesagt, ich beiß irgendwie auf Gummi. Keine Ahnung, wieso ich das gesagt habe, aber mittlerweile liebe ich es. So, dann habe ich hier Leichter Genuss, 80% weniger Fett, Frischkäse mitgenommen. Und den habe ich das letzte Mal ja für ein Rezept mitgenommen. Und ja, mittlerweile esse ich das so gerne mit diesem Knäckebrot zusammen und eine Scheibe Gurke obendrauf. Oder mit Kochschinken obendrauf und dann Gurke noch drauf. Das schmeckt so unglaublich lecker. Auch hier habe ich 5% gespart, also heute Tag des Sparens. So, was habe ich hier noch? Als nächstes habe ich von Kinder Schoko Fresh mitgenommen. Oh, ich liebe das, Leute. Ich könnte die ganze Verpackung einfach so weghauen. 100 Gramm 577 Kalorien. So. Und das war im Angebot. Und ich habe ja gesagt, wenn es Kinderpinguin, wie ist das andere, Milchschnitte oder Schoko Fresh oder irgendwie sowas von Kinder im Angebot gibt, nehme ich das generell immer mit. Kann man ja mal machen, ne? Ansonsten ist mir das wirklich zu teuer. Dann habe ich zweimal Kochschinken mitgenommen und auch hier habe ich diesmal wieder den von Ein Herz für Erzeuger mitgenommen. Ein Herz für Erzeuger. Das kann man jetzt ein bisschen falsch verstehen, egal. Ja, zwei Stück für Pascal. Mittlerweile esse ich auch gerne Kochschinken, also. Ja, und dann habe ich wieder Toy-Mayonnaise mitgenommen und auch hier habe ich 10% gespart. Das Ganze kostet ja 1,69 Euro, glaube ich, ohne Angebot. Und ich dachte mir nur so 10%.
geht auf jeden Fall dann fit, weil, ja, Pascal ist keine andere Mayonnaise außer Tommy und die ist auch noch schweine teuer, Leute. 1,69 Euro die Tube, die schneller weg als du gucken kannst. So, dann habe ich hier noch meine letzte Tüte. Dann habe ich hier noch einmal Brombeeren mitgenommen, auch im Angebot. Leute, kommt mir das nur so vor oder ist hier ungelogen jedes Mal weniger drin, weil das fängt erst hier an, ja. Also voll ist das Ganze nicht. Und billig sind die so an sich auch nicht ohne Angebot. Ja, dann habe ich für Pascal zweimal Steinofenpizza mitgenommen. Mondo Italia. Zweimal mit Kochschinken und Ananas ist das. Da habe ich die 15% draufgeklebt, weil das Ganze kostet 3 Euro oder irgendwie sowas. Das hat sich dann gelohnt. Pizza Hawaii steht da sogar drauf. Lesen wäre im Vorteil, ja. Dann habe ich einmal Birnen mitgenommen, waren auch im Angebot. Dann wieder Mandarinen. Ich liebe Mandarinen gerade so, aber ich merke, dass ich langsam davon, also dass ich allergisch reagiere. Weil irgendwie jedes Mal, wenn ich eine Mandarine gegessen habe, fange ich irgendwie an, hier so rote Stellen zu bekommen. Das geht dann auch wieder weg nach ein paar Stündchen. Aber ja, ich esse dann anscheinend davon zu viel. Meine Mama hat auch immer früher gesagt, ess davon nicht zu viel. Ist aber lecker. Dann wieder zwei Gurken. Diesmal hatte ich voll die Probleme mit den Gurken, weil Leute, die sind hier oben voll weich. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlecht oder gut ist. Ich hoffe, nicht schlecht. Dann habe ich hier Äpfel mitgenommen, 6 Stück, 5% habe ich hier drauf geklebt. Gala heißt das Ganze. Das waren, um ehrlich zu sein, die günstigsten Äpfel, die ich ja gefunden habe. Es gibt ja Pink Lady und Braeburn und keine Ahnung was, aber die kosten aufs Kilo, glaube ich, meistens um die 3 Euro, sogar mehr wie 3 Euro. Und ich bin, was das angeht, ein kleiner Geizkragen, Leute. Ich sehe es nicht ein, für 2-3 Äpfel irgendwie 2,50 Euro zu bezahlen. Ich bin safe nicht die Einzige. Und dann habe ich als letztes Sandwich-Teil mitgenommen. Ja, Pascal wird wieder Mimimi machen, weil er sagt, die Scheiben von, also das Sandwich von Netto ist ihm zu hart. Er sagt, das Brot ist zu hart, das von Edeka ist besser. Ich laufe aber nicht extra zum Edeka wegen Brot, Mann. Ja, Leute, wir sind schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo. Gerne könnt ihr auch die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn jemand da mal ein Video hochgeladen hat. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schönen Morgen, schönen Mittag, wann auch immer ihr das Video gesehen habt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.